Rim for Play. Star Wars, The Clone Wars, Star Wars, Krieg der Sterne. Ja, der große, große Abschluss im Jahre 2018. Im Jahre 2018 gehen wir jetzt mit einem weinenden, lächelnden, fragwürdigem Lächeln aus Star Wars erstmal raus. Star Wars. So, im Moment läuft Resistance. Resistance läuft nur noch jeden Samstag um 9.20 Uhr. Die dritte Folge von Resistance mir heute Morgen angesehen um 9.20 Uhr. Dann erwogen, vor die laufende Kamera zu gehen und zu sagen, 100% begeisterte Star Wars Fans. Ah, 100%. Wir sind 100% begeistert. Sprechen auch darüber. Nicht im Kinobereich, sondern auch im Star Wars normalen Hobby Fan Hör bis hin zu den Profis. So. Resistance. Sollte Resistance mal auf eine Blu-ray oder DVD kommen, gut. Wird wie mit der Karawane. Ja, die E-Box etc. Karawane, die zwei Folgen ungeöffnet eingehängt. Wir haben natürlich sehr alte, habt ihr ja schon gesehen, die alles sammeln. Denen ist das egal. Die reden da nicht darüber, die sammeln das einfach. Das ist Star Wars, Herrheit. Es gibt auch welche von Star Trek mittlerweile, die in ihren Scheunen da auch sogar nachbauen. Alles rein da. Star Trek ist Star Trek. Aber in der heutigen wirtschaftlichen Zeit, wo man doch überlegen sollte, auf einen Zug zu springen, der Spaß macht, oder auf einen Zug zu springen, der so langsam in eine Rangiereinheit reinfährt, überholt wird vielleicht oder als komplett neu dort wieder rauskommt, als Star Wars Aufdruck. Das werden wir natürlich im Jahre 2020 sehen. Im Jahr 2019 sehen wir erstmal Chicago, The Star Wars Show in Chicago. Wir sehen den Resort, die Eröffnung. Wir werden auch dann J.J. Abrams Episode 9 wissen, wie heißt, also heute in einem Jahr ist es dann soweit, dann wissen wir wirklich mehr. Wir haben dann Trailers gesehen, Teasers gesehen. Wir wissen also, wer da wie, wo, was gemacht hat, weil Isaac zum Beispiel sagt, er darf machen, er darf sich auch frei bewegen. Alle sagen, mehr sagen sie nicht, aber nur das sagen sie, dass sie alle mehr Spaß haben wie sonst. Weil es vielleicht das letzte Mal ist, dass alle da sein werden. Viele sind schon verstorben, viele versterben, viele liegen momentan im Krankenhaus. Ist also menschlich. Star Wars ist, Star Wars bleibt menschlich. Immer nur als Stormtrooper oder als Fighter-Tank-Einheit dort zu sehen war oder zu sehen ist. Im Moment lief ja 3, 4 und 5. Nein, 4, 5 und 6. Viele hauen nämlich alles durcheinander. Also 4, 5 und 6, der Ursprung. Der Ursprung lief im normalen öffentlichen Fernsehen. Und man hat mich da voll getackert mit den ganzen Fotos und alles. Und habe ich gesagt, ich habe alles hier stehen und in allen Variationen. Ich sehe jetzt keinen Krieg der Sterne oder Star Wars im Fernseher oder öffentlich-rechtlich oder halt die zusätzliche Pro7, Sat1, RTL mit so viel Werbung mag ich Star Wars nicht. Und da komme ich jetzt zum Kern der Sache. Resistance. Wie gesagt, die dritte Folge mir heute angesehen. Naja, reden wir nicht drüber. Der Name ist Kauderwelsch. Den habe ich mir jetzt noch nicht eruiert. Den weiß ich nicht so richtig von dem Herrn da, der da nur Blödsinn macht. So ein Jungspund, der einen auf Mechaniker machen soll und Mechanik gar nicht kann. Also bei ihm fällt mehr alles ins Wasser.
und da das nachher wieder hochgeholt werden muss. Er lässt sie also ziemlich betölpeln. Er ist ein Tölpel. Er ist nicht so richtig bei der Sache. Er ist also nicht reif. Was das Ganze soll, weiß man jetzt nicht. Das hat ja auch nichts mit der ersten Ordnung zu tun. Das hat was mit ihm zu tun, wie er ist. Also ein richtiger Flieger ist er auch nicht. Oder man legt ihn halt ständig rein beim Flieger. Jetzt war es ein Setboard, was er da zur Schrott gefahren hat, beziehungsweise konnte er nichts für. Somit ist er ja in so einer Art Bringschuld bei jemandem. Also er wird so ein bisschen hinters Licht geführt, weil er selber nicht im Licht ist, weil er selber irgendwie das Ganze überhaupt nicht verstanden hat, in welcher Situation er an sich ist. Er fühlt sich als Rebel, ne? Er fühlt sich da in der Resistance sozusagen, in der Rebellion zu Hause, schaut aber mehr zu diesen Rennen. Also, wenn man so lange im Filmgeschäft ist, und wenn man so viele Filme schon gesehen und selber gemacht hat, kann man die alleinander zusammenreimen da. Die fliegen dauernd durch Ringe. Und das hat irgendwann mit Punktesammeln zu tun, weil es gibt ja auch im realen Leben so kleine Flieger, die da so Sachen fliegen. Ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen. Red Bull zum Beispiel macht sowas. Und andere Air-Piloten, diese Spiele und diese Flugzeugeinheiten, dieser kleinen Flieger, wo einer ganz ziemlich eng drin sitzt und dann da rumfliegt um Ampeln und in der Luft und das alles, um zu gewinnen, so rennen, so im Kreis. So, die machen das da auch, ist ein und dasselbe. Also man kommt schon dahinter, das ist, Resistance ist aus dem Bereich so 30er, 40er, 50er Jahre oder 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert, also 1915, also in den ersten Weltkriegen und so, da war das also die Doppeldecker und das alles, die sind hier nur als neue Flugobjekte gezeichnet worden. Er trägt jetzt auch keinen Cowboy-Hut mehr, der dafür zuständig ist, sondern er trägt jetzt eine Kappe. Also ich, wie gesagt, kann euch das jetzt nur aus The Star Wars Show aus Amerika jetzt halt übersetzen. Und da passiert halt auch nicht mehr allzu viel. So, was gab es denn zwischendurch? Zwischendurch, also sagen wir mal so, Rebels war spitze. Rebels hat Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt am 8. Oktober. Ich freue mich jetzt am 8. Oktober auf die DVD Blu-ray Staffel 4 und kann sie mir dann in Ruhe anschauen. Und da ist sie zum Beispiel. Ja, die Sabine Wren. Als Destiny-Figur. Die sieht irgendwie gut aus. Macht auch Sinn. Die ganze Story hat Sinn gemacht von Rebels. Sabine Wren, wie gesagt, so eine wirklich Marihuanerin da, die da so richtig Gas gibt, die auch ihrem Volk sozusagen zur Verfügung steht mit dem schwarzen Saber, der jetzt hier leider auch nicht dabei, den gibt es auch kaum zu kaufen. Es gibt also kaum einen schwarzen Saber zu kaufen, wenn dann nur rot, grün, wenn man Glück hat, sogar lila, oder man lässt sich die machen. So. Bei Destiny lässt man da, oder liest man auch die Leia da, und die Leia gab es dann in verschiedenen Variationen. Das waren diese YouTube, also das war die YouTube-Serie, die nur für YouTube gemacht worden war. Forces of Destiny, Princessia Organa and R2D2. Ja, ihr merkt schon, so richtig so euphorisch, das ist nicht mehr mit Star Wars euphorisch. Also, Destiny YouTube, Resistance ganz neu. Sobald ihr das sehen dürft oder könnt, und die, die schon XD haben und heute Morgen den dritten Teil sich angesehen haben, bemerken auch, dass man kaum sehen kann, weil zu viel Werbung. Also man wird sich sicherlich freuen, wenn das auf Disney Channel kommt, frei zugänglich, und dass sie das dann öfters zeigen, so wie sie das mit Lego
gemacht haben. Also Lego macht da mehr Sinn, ja, die Lego-Geschichte da über die Kyber-Einheiten, um ein gewisses Kyber-Schwert herzustellen. Also macht mit Lego, mit diesen Lego-Star Wars, also es macht mir sogar Spaß, bei diversen Arbeiten sich abzulenken, aber Resistance, das geht überhaupt nicht. Also Resistance, tut mir leid, gehört zu Star Wars, bekommt keine negative Kritik, sondern uneingepackt. Ja, ne, so ungefähr wie er hier, einfach nur, ne, verpackt. Aber den schauen wir uns mal eben an, ne? Ist ja immer noch die tolle Version mit allem drum und dran, die Geschichte über die neue Ordnung, wunderbar verarbeitet, alles dabei, sieht klasse aus, ist ein wunderbares weihnachtliches Geschenk für jemanden, der Star Wars mag. Wir haben viel Rücksprache mit Hamburg, wo auch ein erstklassiger Vertrieb, Geschäft schließt, Zahn der Zeit nennt man sowas. Und die kleinen Geschäfte werden sowieso überall angegriffen, weil Immobilienhaie da nur die Immobilien, aber nichts machen. Total marode, nichts funktioniert. Sieht also verdammt heftig aus. Und ja, ist halt so. Ja, das war's dann von Star Wars Universum, The Star Wars Show im Jahre 2018. November und Dezember jetzt zusammengefasst, auf den Weg gebracht. Ich kann jedem Rebels empfehlen, also Rebels macht Spaß, das hat mit Kindern nichts zu tun, also das macht Spaß, das macht Sinn, ja, auch vor allen Dingen Wizard, Eiser, Zorn, ja, mit General Zorn und vor allen Dingen die Hörspiele. Die ganzen Hörspiele, das macht so viel Spaß, ja, Hörspiele, Destiny kann man so gucken, wenn man sie aneinander reiht. Bei Resistance, da bin ich halt, das wird nichts. Das wird auch nichts werden da. Das ist also nichts. Ja, 20 Folgen sind geordert hier für Europa. Und wenn die bemerken, dass da nichts wird, ich vermute, die bemerken es schon, dass das nichts wird. Weil sonntags sollte es auch wiederholt werden, wird nicht. Also nur samstags um 29 bei Disney XD, sonst sieht man da nichts. So, bin gespannt im Jahre 2019, wenn auch ihr alle das habt gesehen, Resistance, und dann irgendwie eine Revision oder ihr selber vor laufender Kamera darüber mal sprecht. Wie gesagt, YouTube baut auch gerade um. YouTube macht also das, was wir früher unter 7load gemacht haben. Meiner einer macht einen Videoclip, ihr macht einen Gegenvideoclip oder vermischt diese Videoclips. Oder aber wir können direkt in den Dialog einsteigen, ist ja auch ganz neu. Ihr habt also... Bevor, also wo das Ganze hochgefahren wird, uploadet, könnt ihr dann oder könntet mit mir sprechen oder darüber sinnen. Ihr könntet es direkt euch anschauen und all solche Sachen. Ja, das ist halt jetzt wieder neu bei YouTube. Aber das hatten wir früher bei 7load. Bei 7load in Köln, das war eine tolle Firma. Die hat also Videoclips und wir haben Gegenclips. Und dann gab es ja noch Clipfish, wo wir dann auch einspielen durften. Das gibt es ja heute alles nicht mehr. Es verändert sich reichlich und was ab 01.01.2019 auf uns zukommt, wissen wir jetzt auch nicht. Wir arbeiten daran, dass es positiv wird, sogar sehr positiv wird. Ja, wenn nicht, muss man daran arbeiten, dass das mögliche Negative dann positiv wird. So wie bei Star Wars. So, jetzt müssen wir halt abwarten. Also fette 12 Monate, 13 Monate insgesamt. Auf Episode 9 und auf die ersten Trailers, auf die ersten Teasers und dann diesen Geschmack machen da in Chicago, Mitte des Jahres, ich glaube im März oder April ist Chicago Convention, The Star Wars Show ist dann dabei, live Übertragung, lass uns mal überraschen, also ja, da werde ich jetzt nicht hindüsen, ich werde mir auch das Resort jetzt nicht anschauen, werde jetzt auch nicht im Resort filmen oder irgendwie Beiträge beibringen. Wir werden auch an diesen Sachen, also diese riesengroßen Sachen, werden wir arbeiten, an den X-Wing und vor allen Dingen natürlich den Falken. Und das wird natürlich, wie versprochen, in den Schaufenstern eingearbeitet, dass da, wie gesagt, so eine Art Eye-Catch
stattfinden wird. Ja, ich wünsche euch jetzt erstmal so einen Start in den November, Dezember 2019. Genießt auch die eine Stunde länger schlafen, die Rückstellung der Uhren in dem Sinne, und ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt Spaß mit eurem Star Wars. Dreaming for play.